Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Liebe Zuschauer, so einfach kommt bei uns in Deutschland das Trinkwasser aus der Leitung. Haben Sie sich aber schon mal Gedanken darüber gemacht, wo das Trinkwasser eigentlich gewonnen wird? Oft hat das Wasser schon hunderte Kilometer hinter sich, bis es bei Ihnen aus dem Wasserhahn sprudelt. Seit 1958 versorgt die Bodensee-Wasserversorgung rund 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg mit frischem Trinkwasser und das rund um die Uhr. Wir zeigen Ihnen heute, wie beeindruckend es in den Katakomben der Bodensee-Wasserversorgung aussieht und wie das Trinkwasser eigentlich gewonnen wird. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Die Strompreise, sie steigen und steigen. Und wir fragen uns jeden Tag, welches ist eigentlich der richtige Energieanbieter für mich? Finde ich den passenden Anbieter über Vergleichsportale oder soll ich doch dem regionalen Energieanbieter vertrauen? Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Wir haben mit einem Experten gesprochen und sind genau dieser Frage nachgegangen. Welcher Stromanbieter ist der beste und günstigste für mich? Wie bei den meisten führt auch unser Weg zunächst ins Internet. Wir suchen den günstigsten Preis und schauen uns auf einem Vergleichsportal mit 97% Kundenzufriedenheit um. Da werden wir auch gleich fündig. In unserem Postleitzahlengebiet würde uns für einen Ein-Personen-Haushalt und einem Verbrauch von 1500 Kilowattstunden im Jahr der billigste Anbieter 279,40 Euro kosten. Darauf kommen ein Neukundenbonus von 56,37 Euro und ein Sofortbonus von 40 Euro. Die sind im Endpreis schon eingerechnet. Und das bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Aber ist billig auch immer gut? Das wollen wir herausfinden und fahren nach Heidelberg. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass die breite Masse nur nach dem günstigsten Preis geht. Aber natürlich haben wir noch sehr, sehr viele Verbraucher, die das allerbilligste Angebot im Prinzip wählen, ohne großartig drüber nachzudenken. Wir empfehlen hier einfach, vielleicht 2, 3 Tipps zu beachten. Das erste ist, bevor ich was abschließe, gucke ich mal, was hat denn dieser Anbieter für Empfehlungen von Kunden, die schon da sind. Dann sollte ich unbedingt darauf achten, dass die Vertragsbedingungen fair sind. Das heißt, keine zu lange Laufzeit, maximal ein Jahr, eine kurze Kündigungsfrist und vor allen Dingen eine vernünftige Preisgarantie, damit der Anbieter nicht nach 2 Monaten die Preise erhöht. Wir fragen bei der Verbraucherzentrale Stuttgart nach. Hier wird klar, viele Menschen, die ihren Strom online von Anbietern kaufen, die nicht regional vor Ort sitzen, wie in unserem Beispiel beim Vergleichsportal, klagen über Dauerbrennerprobleme. Dazu gehört mangelnder Kundenservice, der Bonus wird nicht ausbezahlt, Rechnungen werden falsch ausgestellt oder der Wechsel funktioniert nicht. Was rät der Experte? Tipps und Tricks sind vor allem natürlich in diesen Suchmaschinen ein bisschen versteckt. Also schauen Sie auf die Voreinstellungen. Prüfen Sie wirklich, ob das auch die Punkte sind, auf die Sie Wert legen. Achten Sie darauf, dass zum Beispiel solche Dinge wie Vorkasse unbedingt ausgeschlossen sind. Denn wenn Sie Vorkasse leisten, das Unternehmen wird insolvent, dann bleiben Sie in aller Regel auf diesen Kosten sitzen. Beim regionalen Anbieter ist der Preis etwas höher. Unter denselben Voraussetzungen wie beim Billiganbieter läge der Festpreis dieses Mal bei 393,81 Euro im Jahr, inklusive einmaligem Neukundenbonus von 50 Euro. Über die Online-Plattform desselben Anbieters würden wir 338,44 Euro pro Jahr inklusive Bonus zahlen. Allerdings läuft hier alles ausschließlich online. Im Vergleich zum Billiganbieter würden wir also je nach Vertragsart entweder 114,41 Euro oder 59,04 Euro mehr ausgeben. Da geht man das im Dialog kurz gemeinsam durch und dann muss der Kunde Sie als Kunde im Prinzip nur noch die Unterschrift leisten und um den Rest kümmern wir uns und Sie stecken daheim einfach wieder Ihren schönen Fernseher ein und können das nächste EM-Spiel anschauen. Fazit: Es gibt einige Dinge zu beachten, wenn man seinen Strom von einem Online-Anbieter bezieht. Mit dem reinen Vergleich ist es nicht getan. Wenn man diese Dinge beachtet, kann der Online-Vergleich eine gute, geldsparende Alternative sein. Beim Anbieter vor Ort ist der Preis meistens etwas höher, dafür habe ich jederzeit den direkten Kontakt zum Ansprechpartner. Ob man nun den billigen Anbieter wählt oder den regionalen vor Ort und etwas mehr bezahlt, dafür mit gutem Kundenservice ausgestattet ist, das muss jeder Kunde für sich selbst entscheiden.
aussuchen, anklicken, bestellen und dann einfach warten, bis die Ware nach Hause kommt. Online-Shopping ist heute so einfach. Doch haben Sie schon mal gefragt, welche Kettenreaktion Sie mit Ihrem einfachen Klick auslösen? Wir haben mit der Kamera begleitet, wie die Ware vom Bestellvorgang bis zu Ihnen nach Hause kommt. Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm. Etwa 50 Online-Bestellungen gehen bei dem schwedischen Möbelhaus IKEA in Ulm täglich ein. Ein Klick von irgendwoher, der zeitgleich in Ulm einen immer gleichen Vorgang auslöst. Aus knapp 15.000 Artikeln sucht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die gewünschten Waren. Und das nicht etwa in einem Lager, sondern direkt im Verkaufsraum. Der Kunde schickt also quasi seinen persönlichen Einkäufer durch den IKEA-Markt. Ja, also ich kriege auf dieses Gerät hier die Bestellung vom Kunden direkt aus Ravensburg. Dann schnappe ich mir eine Tüte und laufe einfach durch den Laden und mache sozusagen den Einkauf für den Kunden. Die Produkte werden dann auch mit diesem Gerät hier abgescannt, damit ich weiß, was ich schon habe. Und dann geht's weiter zum nächsten Produkt. All das, was man im Einrichtungshaus findet, kann auch online bestellt werden. Diese Möglichkeit bietet sich einerseits für Kunden an, die genau wissen, was sie wollen. Wer auf das Einkaufserlebnis nicht verzichten will, kann sich im Möbelhaus auch die Inspiration holen, die Wunschprodukte online bestellen und sich Möbel, Deko oder Haushaltswaren dann ganz bequem liefern lassen. Wenn ich alle eingesammelt habe, dann komme ich hier zum Verpacken hin. Es kommt dann alles zusammen auf eine Palette und wird dann nach Ravensburg transportiert. Nach spätestens 48 Stunden kann der Kunde dann sein Produkt abholen. 1 bis 2 Lkw fahren täglich in Ulm ab und liefern die Ware zur Abholstation nach Ravensburg. Dort kann der Kunde seine bestellten Artikel abholen. Das Ganze, wie gesagt, nach spätestens 48 Stunden Versandweg. Wasser ist einer der wichtigsten Bausteine des Lebens. Für uns ist es ganz natürlich, wir drehen den Wasserhahn auf und es kommt frisches Trinkwasser heraus. Doch wie wird das Trinkwasser eigentlich gewonnen? Das zeigen wir Ihnen nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. So einfach geht es, liebe Zuschauer. Man dreht den Wasserhahn auf und schon sprudelt das frische Trinkwasser heraus. Doch bis das Wasser bei Ihnen ankommt, hat es oft einen weiten Weg hinter sich und wurde mit viel technischem Aufwand aufbereitet. Seit 1958 werden mehr als 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg mit frischem Trinkwasser aus dem Bodensee versorgt. Robert Pfeiffer und Sven Jachmann waren für Sie in den Katakomben der Bodensee-Wasserversorgung unterwegs. Ich bin jetzt im Wasserwerk der Bodensee-Wasserversorgung. Und direkt hier in diesem Becken kommt das sogenannte Rohwasser hoch aus 60 Meter Tiefe. Und dieses Rohwasser sieht so aus. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Maria Quignon ist jetzt bei uns. Sie hat uns nämlich hier freundlicherweise reingelassen. Das ist das Rohwasser. Da frage ich mich, warum betreiben Sie denn noch den ganzen Aufwand? Wir haben eine sehr gute Qualität im Bodensee und das Wasser aus 60 Meter Tiefe ist schon fast Trinkwasser in chemisch-physikalischer Hinsicht, aber es sind natürlich noch Kleinstlebewesen, Mikroorganismen im Wasser und die will man im Trinkwasser nicht haben und das wird hier im Wasserwerk entfernt. Das Wasser hinter uns schaut recht grünlich aus. Sind das die Kleinstlebewesen, die man da sieht oder ist das die Kachelfarbe? Nein, das sind die Kleinstlebewesen, also die Algen, die einen hohen Anteil an Chlorophyll haben und dadurch so grün aussehen. In 60 Metern Tiefe ist der Bodensee 5 Grad kalt. Nur wenig Organismen überleben hier. Der Bodensee besteht hauptsächlich aus Schmelz- und Regenwasser aus den Alpen, das der Rhein als größter Zufluss in den See bringt. Ziel ist es nun, die Kleinstlebewesen aus dem Wasser zu entfernen. Das geschieht in einem ersten Schritt in derselben Halle in dieser Mikrosiebanlage. 50% der Organismen bleiben in den Filtern hängen, die feiner sind als ein Haar. Die noch kleineren Lebewesen rutschen da aber durch.
Da helfen keine Siebe, da hilft nur Ozon, das in dieser Kammer erzeugt wird. Das Ozon wird über diese Leitungen ins Wasser zugeführt. Ozon begegnet uns im Hochsommer. Es kann die Atemwege der Menschen reizen. Es ist ein Zellgift. Und genau diese Eigenschaft macht sich die Bodenseewasserversorgung zunutze. Mit dem Wasser hat es eigentlich gar nichts zu tun, sondern ausschließlich mit den Kleinstlebewesen, mit den Organismen, die im Wasser sind. Die werden durch dieses Ozon abgetötet, damit unschädlich gemacht. Das Wasser ist somit keimfrei. Und wir können es getrost auf die lange Reise, die ja bis zu 7 Tage dauern kann, schicken. Unser Wasserwerk befindet sich auf 700 Meter Höhe und die Wasserleitung nutzt ein natürliches Gefälle. Das geht dann ganz hier hoch bis zum südlichen Odenwald. Zwischendurch wird es rübergepumpt in die Schwäbische Alb, wie hier bei Reutlingen, oder auch hier rüber in den Schwarzwald. Bevor sich die Fluten auf den Weg machen, muss das Wasser noch ein letztes Mal gefiltert werden. Es landet in dieser Halle. Insgesamt gibt es 27 dieser Becken. Die vielen Becken sind notwendig, damit 9000 Liter Wasser pro Sekunde gefiltert werden können. In dem Wasser befinden sich nämlich noch die vom Ozon abgetöteten Kleinstlebewesen. Die sollen auch entfernt werden und die bleiben hier in den Sandschichten dieser großen Becken hängen. Das Wasser, was unten im Filter dann das Becken verlässt, ist fertiges Trinkwasser. Das Wasser wird durch diese 3 Schichten geleitet, Kohle, Sand und Kies, und landet schließlich hier. Bis zu 10 Millionen Liter Wasser können hier zwischengespeichert werden. Das entspricht einem Pegelstand von 4,60 Meter. Über diese Rohre wird das Wasser aus dem Werk herausgeführt. Trinkwasserproben können an dieser Stelle entnommen werden. So, und das hier, das ist jetzt eine der Stellen, wo man schon das Wasser sich zapfen und trinken kann, oder? Das ist schon trinkbar. Richtig, das ist fertiges Trinkwasser. Durch die 3 Aufbereitungsstufen hindurch, jetzt geht es noch über einen großen Behälter und so geht es in die Leitungen und so kommt es auch bei den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg an. Das Bodenseewasser hat einen niedrigen Nitratgehalt. Der Kalkgehalt liegt im mittleren Bereich. Probieren können wir das Wasser schließlich hier an diesem Brunnen. Bodenseewasser aus 60 Meter Tiefe, gefiltert und gereinigt. Und jetzt wollen wir mal schauen, hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Ja, hat sich gelohnt. Sven, dir scheint das also geschmeckt zu haben. Und jemand, der auch leckeres Trinkwasser herstellt, ist jetzt bei mir. Und zwar Helmut Hertle von den Technischen Werken Schussenthal. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hertle, wie aufwendig ist eigentlich die Trinkwassergewinnung? Die Trinkwassergewinnung muss natürlich höhere Qualitätsstandards erfüllen. Aber speziell in unserer Region hält sich der Aufwand in Grenzen, weil wir sehr gute natürliche Vorkommen haben. Und wir dann nur noch, in Anführungszeichen, nur noch auf eine gute Weiterverteilung achten müssen. Was sind jetzt die wichtigsten Schritte, wie Grundwasser zu Trinkwasser wird? Der erste Schritt ist die Gewinnung. Also ich brauche ein Gewinnungswerk, ein Pumpwerk und ein Brunnenwerk. Ja. Der zweite Schritt ist dann letztendlich, ich brauche entsprechende Hochbehälter. Und das dritte ist das Verteilnetz, bis es letztendlich dann in den Haushalt kommt. Und wir sorgen mit regelmäßigen Überprüfungen des Netzes dafür und regelmäßiger Wartung, dass die Qualität auch beim Verbraucher 100% stimmt. Wie stellen Sie es eigentlich sicher? Weil wenn ich jetzt das Netz sehe vom Bodensee bis nach Stuttgart und Ulm, das sind ja schon riesen Netze und überall muss die Trinkwasserqualität ja gleich sein. Wir stellen es in der Form sicher, dass wir zum Beispiel regelmäßig überprüfen, welche Verluste haben wir. Also es sind keine Lecks im Netz drin. Und zum Zweiten stellen wir sicher, dass wir eben ganz speziell regelmäßig beproben und dann werden chemische Parameter und biologische Parameter untersucht. Also sprich, sind keine Keime drin im Wasser. Ja. Wie hat sich jetzt die Trinkwasserqualität über die letzten Jahrzehnte entwickelt? Es wurde ja auch wahnsinnig viel dafür getan, dass die Qualität immer besser wird. Die Qualität hat sich in zweierlei Hinsicht deutlich verbessert. Erstens gibt es heute praktisch keine biologischen Probleme mehr. Also Verkeimung, das war mal früher vielleicht ab und zu ein Thema. Und speziell auch hier in der Region hat es sich dahingehend verbessert, dass die Nitratbelastung, die zeitweise ein Thema war, deutlich zurückgegangen ist, weil die Landwirte inzwischen mit dem Thema Düngung sehr viel sensibler und umsichtiger umgehen. Jetzt habe ich ein paar Mal gelesen, wenn ich Leitungswasser, also Trinkwasser trinke, wäre das besser wie Mineralwasser. Stimmt das? Also Sie decken ja Ihren Mineralhaushalt größtenteils nicht über Wasser, sondern über Ihre Nahrung. Also vielleicht 20% über die Wasseraufnahme, der Rest über die Nahrung.
Insofern, was da gesünder ist und was nicht, das überlasse ich der Beurteilung des Einzelnen. Okay. Ich persönlich sage, es ist beides gleich gut. Okay, dann gibt es ja hartes Wasser und weiches Wasser. Und oft hört man hartes Wasser, viel Kalk. Was kann man dagegen tun oder wie ist über unser Trinkwasser? Also wir in Ravensburg, wir haben Härtegrad 15. Das ist noch ein vertretbarer Rahmen. Mhm. Wenn jemand jetzt sagt, okay, mich stören in meiner Hausinstallation gerade irgendwelche Kalkflecken oder die Perlatoren gehen zu, ja, dann muss er dafür sorgen, dass es weicher wird und das eben durch eine Enthärtungsanlage. Aber dort ist es ganz wichtig, eine wirklich ganz intensive Wartung, regelmäßige Wartung, damit es zu keiner Verkeimung kommt und umgekehrt auch nicht bei einer Falschdosierung auch eventuell zu Korrosionsschäden in der Hausinstallation. Sie haben auch gesagt, man sollte daheim immer jeden Wasserhahn immer mal wieder aufdrehen. Ja, also wir sorgen in unserem Netz draußen dafür, dass diese Endstränge, dass da kein stehendes Wasser entsteht. Und wenn Sie jetzt, nehmen wir an, zum Beispiel ein bisschen größere Wohnung haben und irgendwann sind vielleicht einmal die Kinder ausgeflogen, ja. Und dann wäre es schlecht, wenn in irgendeinem Bad ein halbes Jahr lang kein Wasser mehr fließt, weil dann könnte es auch bei Ihnen zur Verkeimung in der Hausinstallation kommen. Und da kann dann der Wasserversorger, ob das wir sind oder andere, beim besten Willen nichts dafür tun, damit es im grünen Bereich bleibt. Gab es eigentlich in all den Jahren schon einmal einen Engpass in Sachen Trinkwasser? Also hier in der Region noch nie. Mhm. Auch in den ganz trockenen Jahren 2003 oder auch letztes Jahr war nie ein Problem. Wir haben hier wirklich sehr üppige Vorkommen. Unser Netz ist so ausgelegt, dass auch das größte Vorkommen immer ersetzt werden kann und es nie zum Engpass beim Verbraucher kommt. So eine ganz nette Geschichte erzählt, und zwar, Sie haben einen Notfallplan. Wenn wirklich etwas passieren würde, würden die Milchlaster auf einmal Trinkwasser bringen. Ja, also wenn es ganz schlimm kommt, dann haben wir hier mit der großen Molkerei einen Vertrag und sagen, jawohl, Milch ist ja auch ein Lebensmittel, dann wird dort Wasser eingefüllt und dann wird es der Verbraucher gebracht. Aber das ist dann wirklich die allerletzte Maßnahme, das ist dann schon der GAU. Wir haben es bisher Gott sei Dank auch noch nie gebraucht. Jetzt ist ja vor ganz vielen Jahren, gab es hier einen großen Flugzeugunglück. Da hat man befürchtet, ein Flugzeug ist in den Bodensee gestürzt. Mhm. Wäre das damals riskant gewesen für die Trinkwasserversorgung? Es ist natürlich also schwierig, über die Kollegen zu sprechen von der Bodenseewasserversorgung. Ja. Aber soweit ich die Anlagen kenne, die fordern zum einen das Wasser aus großer Tiefe und zum anderen haben sie ja entsprechende Schutzmechanismen bis hin zu Aktivkohlefiltern, dass das kein Problem gewesen wäre und die Beeinträchtigung vor allem im Bereich Stuttgart überhaupt nicht da gewesen wäre. Herr Hertle, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Liebe Zuschauer, bei uns geht es gleich weiter mit einem Glücksbringer und zwar dem Schornsteinfeger. Herr Hertle, kennen Sie die Geschichte vom Schornsteinfeger, warum er eigentlich ein Glücksbringer ist? Also ich, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, keine Ahnung. Wer jetzt interessiert, was da dahinter steht? Ja, der Schornsteinfeger hat im Mittelalter immer die Schornsteine sauber gemacht und damit die Häuser vor Feuer beschützt. Und damit ist er zum Glücksbringer geworden. Jetzt liebe Zuschauer, und was der Schornsteinfeger heute für Aufgaben hat, außer das Glück ins Haus zu bringen, das sehen Sie gleich nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Geld sparen und die Umwelt schonen. Damit beschäftigen sich heute viele Hausbesitzer. Ob am Ende die CO2-Bilanz stimmt, das hängt in erster Linie von der Heizung ab. Alte Ölheizungen müssen nun peu à peu gegen moderne Heizungsanlagen umgetauscht werden. So will es das Land Baden-Württemberg und damit der Gesetzgeber. Eine ganz besondere Aufgabe kommt dabei den Schornsteinfegern zu, die am Ende die Anlagen abnehmen müssen. Sven Jachmann hat einen Schornsteinfeger bei seiner täglichen Arbeit begleitet. Andreas Feuerer ist seit über 20 Jahren Schornsteinfegermeister. Seine Aufgabe: Besichtigung der Feuerstätten, also der Heizungen und Kamine. So wie heute in Langenargen. Eine Bauabnahme steht an. Der Bauherr hat im letzten Jahr das Haus seiner Mutter übernommen und die Räume mit Hilfe eines Architekten komplett neu gestaltet. 300.000 Euro hat er investiert. Dazu gehört im Wohnzimmer dieser Kamin. Feuerer überprüft, ob diese Feuerstätte dem Brandschutz entsprechend eingebaut worden ist. Der Bereich von der Feuerstätte nach vorne muss mindestens 50 cm haben. Und wenn man jetzt auf den Meterstab schaut, haben wir 53 cm. Also der Ofenbauer bzw. der Fliesenleger hat es akkurat so ausgeführt, wie das auch sein muss.
Alles richtig gemacht beim Kamin. Sollten beim Holz nachlegen ein paar Funken oder brennende Holzstückchen herausfliegen, entstehen keine Brandspuren im Parkett. Deshalb sind auch seitlich von der Kaminöffnung 30 cm Abstand gefordert. Doch Feuerer ist mehr als ein penibler Abstandsprüfer. Er ist auch Bauberater. Das wird beim Einbau der neuen Dunstabzugshaube deutlich. Er hat den Bauherrn schon bei der Planung darauf hingewiesen, dass er am Fenster eine Sicherung einbauen muss. Denn wenn Kamin und Dunstabzugshaube gleichzeitig Luft aus dem Raum saugen, kann es gefährlich werden. Und um dies zu verhindern, ist darauf zu achten, dass eben in Verbund von einer Lufthaube und einer Feuerstätte immer eine Sicherheitseinrichtung am Fenster vorhanden ist. Das heißt, die gewährleistet, dass der Dunstabzug nur in Betrieb geht, wenn das Fenster in Spalt gekippt ist und damit eben Sauerstoff und Luft von draußen nachströmen kann. Weiter geht es zur neuen Gasheizung im Keller. Er überprüft die Abgaswerte, zukünftig alle 3 Jahre. Entscheidend ist der CO-Wert. Der beträgt gerade mal 1/10 des erlaubten Grenzwertes. Die Heizung ist umweltschonend und effizient. Bei den Gasfeuerstätten ist eher so, dass sie entweder sehr gut sind oder dann schlagartig sehr schlecht sind. Die Anlage läuft wirklich so, wie es sich gehört, einwandfrei. Also von der Einstellung her prima. Andreas Feuerer hat die Umbaumaßnahmen in diesem Haus von Beginn an begleitet. Auf seinem Rat hin hat der Bauherr außerdem den Beginn der Baumaßnahmen auf Mitte August gelegt. Denn ab dem 1. August 2015 wurde der Förderbetrag für den Einbau neuer Heizungsanlagen noch einmal angehoben. Der Hinweis war wichtig, denn wegen des Eigentümerwechsels war der Bauherr gesetzlich gezwungen, die alte Ölheizung durch eine neue zu ersetzen. Und um die vollen Fördergelder zu bekommen, war eine zweite Maßnahme gefordert, in der mindestens 15% des Gesamtbedarfs über erneuerbare Energien verbraucht werden. Und da wären wir wieder beim Kamin. Entschuldigung, Grundofen, der 30% der Grundfläche beheizt. Das heißt also, die Wärme geht eben nicht über Raucher sofort in den Schornstein verloren, sondern wird in diesem Speicher, in diesem gemauerten Zug noch lange aufgeheizt bzw. vorgehalten. Und damit kann mir diese Feuerstätte über einen langen Zeitraum die gespeicherte Wärme wieder abgeben. Und eben aus dem Grund ist sie dann auch als Alternative für dieses erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg anwendbar. Die aufwendigen Umbaumaßnahmen haben sich also gelohnt. Der Bauherr bekam einen zinsgünstigen Kredit über 100.000 Euro und ihm werden 12.500 Euro erlassen. Und der Schornsteinfeger hat überall seinen Haken dahinter gesetzt. Jetzt kann der nächste Winter kommen. Mit dieser Extraportion Glück verabschiede ich mich für diese Woche von Ihnen, liebe Zuschauer. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder dabei sind bei Bauen und Wohnen, dann mit diesen Themen. Der Sommer ist da und damit Sie den auch so richtig genießen können, zeigen wir Ihnen die schönsten Terrassenüberdachungen und sagen Ihnen, welches die Trends in diesem Jahr sind. Dass man einfach die Terrasse einhaust und dafür nochmal neuen Raum schafft. Und das Grillen geht weiter. Nach Steak und Popcorn kommen diesmal Waffeln auf den Grill. Wie das funktioniert und wie die Waffeln schmecken, haben wir persönlich für Sie getestet. Bauen und Wohnen ab Montag, 4. Juli, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.